Herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Minecraft The Jumper mit dem Linus und mir dem Max. Wir spielen noch einen weiteren Vögelchen-Pärtchen. Maus? Mhm. Und noch eine Kuh, Max! Wir haben letzte Folge den Dungeon unten ausgeraubt und ach du Scheiße, das war heftig. Ja, das war ziemlich heftig, aber es war ziemlich geil. Mich hat das mega bespaßt. Ja. Wollen wir den dicken Baum hier abbauen? Der ist gerade gewachsen, den wir Pause gemacht haben kurz. Ja, der ist halt schwer abzubauen mit den vielen Verzweigungen. Ja, aber soll ich die Kuh töten oder soll ich die behalten? Wir lassen ihn einfach jetzt hier stehen, oder? Ja, das ist nervig. So, Kuh kommt mit nach Hause. Oh, sie ist tot. Die kannst du einfach abbauen. Die Kuh abbauen, genau. Die kannst du einfach töten. Oh, leck, hier ist noch. Alle Bäume sind einfach gewachsen. Da sind wir einmal ganz kurz. Fünf und Bäume da. Ja, ist echt so. Und in der Aufnahme einfach so, nö. Nö. Ach, Mann. In der ersten Folge. Just do it. Ja. Yesterday, you said tomorrow to just do it. Do it. Warte mal. Wollen wir jetzt eigentlich auf die nächste Insel? Ja, weil ich würde sagen, es ist gerade hell, ja. Ich würde sagen, wir bleiben aber diesen Tag noch kurz auf der Insel, damit wir hier einfach uns schon mal noch ein bisschen. Ich brenne jetzt das Gold und so weiter. Und mal gucken, ob die Melonen gewachsen sind und sowas. Und wir können einfach einen Tag noch hier verbringen jetzt, dass wir uns nicht allzu überstürzt und nicht allzu schnell handeln. Weil wir müssen auf der anderen Insel, würde ich sagen, bauen wir uns mal ein größeres Haus, damit wir auch da ein bisschen. Obwohl Weizen, wir haben noch keinen Weizen, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir haben eigentlich. Und dass wir auch noch auf der Insel ein bisschen noch Fleisch sammeln, weißt du? Von den Schafen. Ja, von den Schafen, da können wir eigentlich unendlich farmen, gell? Ja. Ich tue mal hier gerade nochmal 12 Braten. Hier super, noch ich habe auch noch Gold ein bisschen rein. Von der Kuh. Fleisch. Und Gunpowder für TNT, falls ihr irgendwann TNT brauchen wollt. TNT. Und noch ein T. Du. So, oh, die Melonen sind gewachsen, Digga. Ja, wieder mal Zeit, wa? Ja. Cool. Du hast einfach alles aufgesammelt. Leck mich. Ich habe 13. Ja, ich habe 3. Hey, hier ist irgendwo eine Spinne. Hä, hey, hast du eine Spinne? Ja. Ich glaube, ich bin taub. Ich glaube, ich. Bla bla. Sehe ich jetzt nicht. Was ist ein Poison 2? Poison ist einfach Vergiftung an den Gegner. Stufe 2. Stärker okay. Als Stufe 1. Wow, danke. Echt? okay. Für was muss ich jemanden vergiften? Dich? Vielleicht. Spielt er mal ein Monster? Okay. Ja, guck mal. Aber da bin ich mir. Ich geh mal noch ein paar Schafe farmen, gell? Mach das mal, ich geh mal diesen Baum hier abholzen, weil der ist echt krass. So monströs, Alter. Mhm. So wie mein Pimmel. Ja, wollte ich gerade sagen, das höre ich öfters. Oh Mann. Oh, du hast ein. Alter, du hast ein Tor gebaut. Ein Tor? Ich liebe dich. Was? Fällst du den Schafen rein und kannst sie schlagen? Achso, ja, genau. Ich dachte mir so, währenddem Linus noch irgendwo rumtanzt, kann ich irgendwas Sinnvolles machen noch, will ein Tor bauen. Ja! Naja, der Max, der denkt mit. Voll gut! Das ist klar. Ich warte jetzt hier. Ich hab schon 10 Fleisch, voll heftig. Und wir haben fast keine Schneebälle mehr, weil ich die alle verschossen habe. Ja, mich juckt's zwar nicht, weil ich brauch die irgendwie nicht. Aber Bogen machen zum Beispiel wäre auch mal voll geil, aber wir haben halt keine ja, Pfeile. Ja, ich hab Pfeile. Ne? Ja, aber wie viel? Wahrscheinlich nur ein paar. Drei. Aber wir haben sogar, glaube ich, einen Faden oder zwei Faden? Ja, die brauchen wir für den Bogen. Ich guck mal. Eben. Ich guck gleich mal, ob ich einen machen kann oder nicht. Ich guck gleich mal. Ich baue hier gerade so viel Holz ab, ey. Das Farmer des Todes, sein Vater, ey. Okay, cool. So. Die ganzen Blätter dürften eigentlich jetzt auch weggehen, ne? Wie bitte was? Hä? Wie bitte? Ich hab gemeint gerade, die Blätter dürften jetzt eigentlich auch alle weggehen hier. Ich glaube, das ganze Holz ist jetzt weg. Nein, ist nicht weg. Mhm. Boah, ich hab's immer gehasst früher in den Versionen noch, als die Bäume noch normal waren, hä? Mäh. Warum hast du das gehasst? Ja, weil die so mega groß sind einfach nur. Das ist doch mega nervig. Ja, das stimmt. Und vor allem, die sind nicht schön. Die sind einfach nur richtige Krüppel, hä? Ja. Was denn? Da hast du irgendwie recht. Ja, okay, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, wenn ich jetzt nachher nochmal nachdenke, dass ich quasi ausgedrückt habe, dass Krüppel generell nicht schön sind. aber ich meine, Kartoffel kann ja auch ein Krüppel sein und das ist ja dann wirklich nicht schön zum Beispiel, ne? Also, keine Ahnung, ist jetzt einfach nur ganz stumpf auf die unnatürliche... Ja, ich glaub, man versteht es, wenn man so einigermaßen nachdenken kann, versteht. Ja, wenn man nicht unbedingt immer an das Schlimmste denkt, dann versteht man es. Ja. Gut, du Krüppel. Hm? Problem gelöst. Genau. Erstmal einen draufsetzen nochmal. Nee, Quatsch. Du Steve Hawkin, du. War? Nein. Die nächste Insel sieht voll cool aus. Mit dem Lapis. Lapis?
Da müssen wir, glaube ich, extrem aufpassen. Wegen den Tippen. Sind da viele von? Kann man da so hängen so von einem Kopf so reinlegen und drin shaken. So. Wir haben Flint. Wir haben Strings. Und wir haben drei Federn. Von den Hühnern, die du getötet hast. Ja, immerhin, wa? Nein, Fetischist, also Hühnerfetisch. Fuck. Warte mal, den Bogen macht man nochmal so, ne? Ah, ich hab drei Fäden und drei Holz. Ja, ich habe gerade keine Sticks gehabt. Okay, einen Bogen habe ich jetzt. Echt? Mhm. Soll ich dir meine Pfeile geben? Ich habe vier Pfeile. Ja, wenn du willst, weiß ich nicht. Oder, ja, ich oder glaub, kannst du mit dem Bogen umgehen? Ich weiß es ja nicht gerade nicht. Ja, kannst du? Ja, also ich habe schon lange nicht mehr einen Bogen geschossen, aber bestimmt. Das klingt so vertrauenserweckend jetzt. Jetzt habe ich 16 Pfeile. Also kannst du mit dem Bogen schießen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also guck. Wenn ich genug Pfeile habe, dann habe ich bestimmt, dann kann ich bestimmt mit dem Bogen schießen. Also ich kann bestimmt auch. Hast du noch ein Eisen am Start oder sowas? Wir haben voll wenig Eisen, hä? Nee, wir haben ja alles auch für Rüstung ausgegeben, was natürlich auch sinnvoll war. Ja, aber ich mache jetzt mal aus dem Gold auch ein bisschen Rüstung, ja? Damit wir einfach Rüstung... Aus dem Gold? Ja. Digga. Ja, würde ich schon sagen. Man benutzt Gold nicht. Gold ist Deko. Was? Gold benutzt man nicht. Kein Minecraft in der Welt benutzt Gold. Ja. Aber wir sind hier in Dingen, ne? Und da muss man Gold benutzen. So, hier, komm mal mit. Ulleg, ey, sieht voll fancy aus mit deinen freshen golden Shorts. Guck mal, was riechst du, so eine golden, shit. Golden Chess Blade. So, willst du jetzt den Bogen oder soll ich jetzt den Bogen nehmen? Mir ist total schnuppe, denn ich mir weiß auch nicht, ob ich mit dem Bogen umgehen kann. Luke weiß es auch nicht. Nee. So, da sind drei Pfeile. Hier liegen. Da, zwei Eisen haben wir ja. Immerhin etwas. Ja, wir haben drei, oder? So. Sind ja zwei Eisen. Ja, das habe ich da. Ist jetzt nicht gerade so was das Geilste, wa? Aber das ist, ja. Das ist ja. Mhm. So, es sind schon wieder neue Schafe da? Ich sehe es nicht. Ein bisschen was. Ich habe da hinten mal die ganze Erde abgebaut. Ich weiß nicht, vielleicht können wir Erde irgendwann noch brauchen. Ja, ich würde sagen, dass wir mal so langsam auch dann anfangen zu sortieren, was wir mitnehmen und was wir nicht mitnehmen. Das ist eine schwere Entscheidung. Ja, in der Tat. Wir haben zum Beispiel Glowstone. LOL! Gerade eben, während ich hier runtergerauscht bin mit meinem Rauschebart, ist nochmal so ein riesiger Baum gewachsen. Alter! Vater, hä? Guck mal, wie fett der ist! Warum? Wie wir zugeschissen werden jetzt mit Saplings. Ich hab schon 25 im Inventar gerade, hä? Alter, warum wächst da dieser immerhin, Baum? Immerhin können wir dann da drüben gut noch Holz anpflanzen, ne? Ja, und wir können unser Baumhaus rein theoretisch erweitern. Nein, nee, das wollen wir nicht. Das ist ja unnötig. Oder? Hey, wie bist du jetzt so schnell nach hinten gekommen? Wir bauen sie eh gleich wieder ab, rein theoretisch. Also, ja, ich wollte gerade sagen, du schaffst erst hier, dann warst du da drüben. Ja, siehst du mal. Bin manchmal hier, manchmal dort. Dann magst du ja mal hier. So, es wird auch gleich dunkel. Wollen wir noch mal einmal letztes Mal schlafen gehen, jetzt sortieren und dann... Ich würde sagen, genau, jetzt sortieren, dann schlafen, dann einfach direkt den vollen Tag nutzen. Genau. Da irgendwie drüben noch irgendwas anzufangen. Okay, dann fange ich schon mal an, was wir so sortieren müssen. Also Holz haben wir eigentlich genug. Dann brauchen wir also keine Moment, ich Chest. Komm mal kurz hoch, dann können wir mal zusammen in die Kiste reingucken. Weil dann, ich hab auch noch voll viel Scheiß dabei, dass ich das alles mal reintue. Wir sollten vor allem alles staken, was zusammenpasst. Alles staken. Staken, ja, staken ist was Neues. So, ich tu mal kurz meinen ganzen Shit da jetzt rein, den ich hier noch dabei habe und nicht brauch, oder? Was, Eier, Digga? Ja, zwei Stück. So, ich nehme dann mal jetzt einfach hier aus der, oder warte mal, können wir die Kiste hier, ne, können wir wahrscheinlich nicht. Ich nehme jetzt mal, die drei Kürbisse mit. Ich nehme die zwei Eisen mit, nehme die vier Knochen mit, die vier TNT, die Sticks nehme ich mit, die Eier, den Glowstone, die Redstone Lamp, die Mushroom Soup, die Bowl, die Splash Potion, die Oak Saplings, die 21 Dirt. Haben wir noch mehr Dirt? Ja, ich habe noch 34, 64. Ja. Lass mich einfach ein bisschen Dirt mitnehmen. Ich habe jetzt mal ein 64er Stack mitgenommen, dass wir drüben nachher noch Bäume pflanzen können. Eine Chest noch mitgenommen, die Melonen mitgenommen, Wolle, Mushrooms, Apfel, Raw Mutton, Oak,
die Pfeile auf jeden Fall. Pfeile auf jeden Fall. Music Disc. Ja, Wolle brauchen wir eigentlich echt nicht, ne? Nehmen wir die Betten einfach so mit, oder? Ja, ich würde sagen, jeder nimmt sein Bett mit, oder? Ja. Die Fire Charges. Dann noch eine Kiste. Nochmal Mushrooms. Glowstone könnte ich mal verarbeiten zu einem Glowstone Dust. Jetzt wäre genau. Zu einem Glowstone Block. Haben wir jetzt 3 Glowstone Blöcke. Nochmal 2 Music Discs. Jetzt tue ich noch eine Sache wieder zurück. Und dann kann ich mein Bett noch nehmen, dann bin ich voll. Kannst du den Rest nehmen, der wichtig ist? Ja, den kannst du mit den Äpfel kann ich stacken. Was für ein Gravel haben wir ja aufgesammelt. Ich versuche den ganzen Gravel noch zu Flint zu machen, damit. Weil Flint ist, glaube ich, besser, oder? Ja. Ich gucke noch, ob ich irgendwas noch stacken kann. Dann nehme ich das. Also, ich habe noch mein ganzes Inventar frei, eigentlich fast so gut wie. Ja, dann kannst du ja noch. Und dann nimmst du auch die Enderperle und wirfst die nachher? Ja. Okay, gut. Melonen habe ich jetzt 515 dabei. Oh, kommst du da nicht runter. Die ganzen Türen immer offen stehen hier drin, hä? Das ist sehr anstrengend. Digga, lauf nicht in meinen Gravel rein. Ach, guck mal, hier ist oben ist nochmal Glowstone. Ja, kannst mal gucken, ob die Melonen noch abgedingst sind, wenn ich mitnehme. Vielleicht. Nee, die sind alle noch fett. Ach Gottchen, immer diese Melonen. Gottchen, so schwer darauf Flint zu bekommen. Aber ist das wichtig vielleicht für Bögen? Also für Pfeile? Ja. Brauchen wir nur noch Federn? Ja. Und Flint können wir stacken und Keith nicht. Aha. Alter. Hast du, ich nehme die ganzen Chests noch mit, gell? Dass wir, nee, ich hab die Chests. Ich hab schon einen Slot für Chests. Ich baue die gleich noch ab. Ja, aber dann... Ja, okay, das ist super. 2 habe ich schon, also... Dann ist super, okay. So, ich baue die jetzt aber jetzt schon ab und du sammelst einfach mal alles ein. Ja, mache ich. Schlecht. So, die Enderperle, denk dran, die ist ganz wichtig, ne, dass du die nicht verlierst. Die habe ich. Ansonsten, ich weiß nicht, Holz... Ja, ich habe jetzt 51 Oakwood dabei, also schon einiges an Rohholz. Ja, also ich hab auch Rohholz, 53 plus nochmal Planks. Ja, dann brauchen wir da nicht so viel mitnehmen, wir bauen da drüben auch wieder Holz an, also von dem her passt es schon. Gott, ich weiß es nicht. Brauchen wir Kaktus? Nö, ich glaube. Oder doch, nimm mal mit einfach. Und den Milcheimer? Warte, haben wir noch, Oh, ich weiß nicht, ob es da drüben hat auf der Insel. Ich glaube sogar, das hat's da. Bambus, haben wir Bambus noch? Nee, hatten wir auch noch gar keinen bisher. Doch, links neben dir liegt Bambus. Auf der Dingens, sehe ich gerade. Hier. Vielleicht kannst du den noch irgendwie mitnehmen. Ja, klar. Ansonsten... Was ich wolle, genau, kannst du rausschmeißen, oder diese Steps hier. Ja. Was? Ah, jetzt hab ich's. Sugarcane? Okay. Sonst noch was? Nö, ich glaub nicht. Raywool, Wolle brauchen wir sicher nicht, oder? Nee, Wasser haben wir da drüben auch genug. Wolle brauchen wir echt nicht. Ja, dann nehme ich nochmal den Eimer Milch mit. Apropos Wasser, wir sollten vielleicht das Wasser von oben mitnehmen, oder? Nee, warum denn? Haben wir drüben. Alter, da ist mega der riesige See. Echt? Ja. Voll gut. Ich war. Ja, die Wolle, die wird bestimmt zu. zu Ding. Ich weiß gar nicht, Fleisch, wie viel Fleisch hast denn du jetzt? 44. 44? Ja. Okay, das reicht, glaube ich. Ich habe nicht alles einfach aus den Öfen genommen, damit ich die abbauen kann. Passt, ja. Sind die jetzt alle roh oder? Nee, die sind schon gebraten. Okay, fett. Voll geil, weil ich habe mich noch 25 Kohle am Start. Voll gut. Also, ja, ich habe auch noch. 14, warte, dann stack die doch einfach. Okay. Schmeiß jetzt fast mal weg, ne? Gut, dann komm, lass mal schlafen gehen. Wäre ich voll stark für. Er hat noch ein bisschen Gravel. Willst du mir nicht helfen? Weil das Gute ist, wenn der Gravel weg ist, habe ich halt noch einen Platz im Inventar frei. So wichtig wird es auch nicht sein, aber. Hä? Alter, nicht. Ich stehe hier eigentlich auf. Hast du irgendwie so Essen und so? Hast du noch rohes Fleisch im Inventar? Kann das sein? Und Leder und so? Leder nicht, nee. Weil hier liegt bei mir noch so Items hier, wo ich gerade draufstehe. Ja, hier liegt ein Leder, 2 Fleisch und 1 Rohhühnchen. Genau, und so Baum-Saplings. Genau. Aber die kann ich nicht einsammeln. Soll ich die einsammeln? Nee, ich kann die, auch wenn ich Sachen aus dem Inventar raustue, kriege ich die nicht. Solltest du? Jetzt schon.
Nö, musst du alle immer wieder wegschmeißen. Ja, aber ich krieg nicht, ich krieg nur ein paar, ich krieg nur ein bisschen Holz, ich krieg das Rohfleisch zum Beispiel, krieg ich nie ins Inventar rein. Hast du, komm, streng dich an. Ist egal. So, ich geh jetzt schlafen. Und ich sag Level, Alter. Gehen wir schlafen jetzt? Du kannst ihn auch mitnehmen oder so. Soll ich lieber das Rohfleisch mitnehmen? Keine Ahnung, aber ich will gerade auf die andere Insel so langsam. Fände ich voll fetzig. Oleg. Der Oleg ist ein super Typ. Der war schon damals immer, der war geil. Im Sportverein, wir haben ihn alle gefeiert, den Oleg. Super Typ. Echt? Nee, ja, der hat auch immer tolle Würstle mitgebracht von seiner Mutter daheim. Die Mutter war Metzgerin, die hat immer frische Wurst gemacht. Und die frische Wurst war eine gute Wurst. Das weiß ich. Das ist klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Kennst du, dieses eine Lied mit dem Würstelgrillen? Kennst du, oder? Ja, kennst du. Was? Das kennst du. Ja, natürlich. Klar. Wer kennt das nicht? Stehe am Grill. Ja, klar. Das kennst du, oder? Ja, natürlich kenne ich das. Finde ich gut. Ich mische mal die Karten neu. Ein paar Mamau-Karten. Okay. Das ist mich noch gerade gar nicht fail gewesen. Ich habe gerade Mamau-Karten hier am Start. Die ich warte mal, du hast mischen. Packen, gell? Ja, klar. So. Ich ziehe jetzt eine Karte ganz blind. Okay. Die Zuschauer sehen es, ich sehe es nicht. Die Karte sagt die Zukunft voraus. Die Karte, die bestimmt jetzt, wie unsere Reise noch fortgehen wird. Okay. Ich sehe es echt nicht. Wie auch. Wir nehmen jetzt aber mal die hier. Die Zuschauer sehen jetzt schon, was für eine Karte ich gezogen habe. Ich sehe es leider noch nicht. Macht man da jetzt irgendein Spiel raus oder gucke ich sie mir jetzt an und prognostiziere irgendwas daraus? Okay, ich gucke sie mir jetzt an. Die Karte ist ein Kreuzkönig. Ist natürlich jetzt nicht punktetechnisch weit oben, aber ist ein König. Können wir jetzt mal schlafen gehen oder so? So, ich habe gerade noch den Sand aufgehoben, weil mir ist ja eingefallen, wir können ja gar keinen Kaktus dingsen ohne Sand. Junge, da drüben hat's Sand. Dann sag mal das doch. Ich gehe jetzt. Hatte. Brauchst du jetzt noch Fleisch eigentlich? Nein, jetzt nimm einfach alles mit, was du noch hast und das wird schon alles passen. So, wir gehen jetzt da runter und du schmeißt deine verkackte Perle hier auf eine neue Insel her. Kein Bock mehr auf diesen. Aber hast du die Schallplatten dabei? Ja, also nicht. Ich habe halt zwei dabei. Ja, ich habe die andere, die dritte. Also passt, oder? Also wir müssen dahinter. Ja, wir können ja von da oben, das ist ja nicht weit entfernt, das wirst du ja wohl treffen. Denkst du? Ich hoffe mal. Alle Hoffnung liegt in mir. Mhm. Oh, muss was essen. / TP Mad Max Master. Denkst du, ich mach einfach, okay? Ja. Oh mein Gott. Yes! Was steht da? Island 6! The Deep Blue. Ja, so. Wir sind schon auf Island 6. Was haben wir denn hier für Spawner? Wollen wir die mal alle abbauen vielleicht? Das ist irgendwie Creeper-Spawner und so. Ja gut, also wenn die gefährlich sind, wird schon tendieren. Bau die mal bitte alle ab. Creeper. Bring XP. Ja, da laufen auch Creeper rum und so. Da hinten. Creeper und die Insel. Skelett. Wo liegt Mark? Das sind drei Truhen unter dir. Ich weiß, ich hab's gesehen. Das war übrigens die letzte Insel, auf der ich überlebt habe noch. Also, hier bist du gestorben, oder wie? Ja, also auf einer der Inseln unter uns. Also hast du gesehen, dass unter uns noch Inseln sind? Nee. Ja, das ist so eine Hauptinsel und unter uns sind noch drei andere Inseln. Und wir müssen uns nach unten bauen. Das ist jetzt der Job von dieser Insel hier. Ach du Scheiße. Und da bin ich dann gestorben bei der letzten Insel, weil das dann mega dunkel ist und mega viele Viecher spawnen und so. So. Wir müssen den Lapis abbauen. Nichts drin? Da ist gar nichts drin. Nichts oder? Ja, da wohl schon. Ich weiß nicht, ob irgendwo noch was drin ist. Hier ist auch nichts drin. Oh, erstmal Spitzhacke wegschmeißen. So, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal ein kleines Hütchen hier. Wo willst du das denn gerne haben? Am Wasser vielleicht? Hier? Hier? Oder? Ja, hier. Ja, klingt gut. So, ich würde sagen, da wir hier ein bisschen länger bleiben, würde ich sagen, machen wir ein bisschen was Schönes, oder? Okay, hast ich habe Cobblestone dabei? Viel? Ich habe auch solchen Stein, guck mal. Dann mach mal so einen kleinen Grundriss mit dem Stein, bitte. Ich baue mal kurz die Truhen auf. Ich habe echt gerade gar keinen Platz am Start. Ich baue mal die Truhen direkt hier so hin. Ja, mach einfach mal. So. Ich tue da mal Zeug rein.
Zeug raus. Ich glaube, ich heiße Klaus. Magst du da Zeug rein? Obwohl, das war vielleicht nicht mal so sinnvoll, weil... Ich bin verwirrt. Was denn? Ich dachte eigentlich, das hier wäre die Außenwand. Ist ja auch eine Außenwand. Nee, das hier. Was? Ja, nee, so riesig machen wir das jetzt auch nicht, würde ich sagen, oder? Also ich meine... Oh, sorry. Ich dachte, du baust das hier ein bisschen aufs Wasser raus, dass wir so eine geile Stelze da irgendwie so machen können vielleicht. Also so, das ist so eine Art Haus. Ja, ich dachte, das wäre es jetzt und der Rest ist halt dann geht's irgendwie bis hier oder so und dann... Weißt du? Können wir auch machen. Du hast gesagt, jetzt bau halt mal. Ich auch, deswegen waren wir uns nicht einig. Was bauen wir jetzt? Hm? Ich bin confused. Nein, ich habe ja gesagt, jetzt bau mal einen Grundriss und ich habe ja nichts Genaues gesagt, was ich mir vorstelle. Und du hast halt einfach mal gebaut und ich habe jetzt halt auch einfach mal die Kisten irgendwo hingesetzt. Wir waren uns halt nicht einig, so, und deswegen, ja, I don't know. Aber ich kann es auch schnell wieder abbauen. Oh. Was wir aber jetzt auch machen, ist die Folge beenden. Ich wünsche ein Dankeschön. Nee, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Macht's gut, Leute. Tschüss.